August 1944. This is it. We're gonna liberate Paris. August 1944. This is it. We're gonna liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. When we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi thugs. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase.
Berlin. Good luck. Guten Abend. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt jetzt die Straße, wo der Offizier kommt. Vielleicht darf es ja gerne ein Hotel zum Beispiel. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da. Wir waren letztes Mal auf Patrouille und sind nicht zurückgekommen. Berichte lesen. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ich habe einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Überwachung bekannter Verstörer sollte auch versteckt werden. Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ach, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Ich vermisse die Heimat. Ja, ich kann das Französisch Ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Otto, du weißt doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Otto hat. Kennen Sie den Dichter Verlaine? So viel Pech wie beim Kartenspielen. Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Jedenfalls nicht die Hübschen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Ja, genug geträumt. Lass uns spielen. Ich brauche noch mehr von Ottos Kohle. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Wieso gewinnst du immer, Johann? Vielleicht schummelt er. Johann! Du drückst etwa den armen Otto? Du weißt doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an!
tue. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Darf hier nicht. Stopp! Aber ich kenne ihn. Sag dir doch, kein Zutritt. Warum? Geben Sie mir Ihre Papiere. Die Gestapo wie ein Kindergarten. Das ist ein Scherz, oder? Bitte sehr. Was er mit den Gefangenen anstellt, ich werde den Rest meines Lebens diese Schreie. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Hast du sie schon mal gesehen? Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe sie hier bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Belen gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde ihm berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Sind Sie noch nicht weg? Weißt du, was sie hier will? Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein.
brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken wir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Kommandant Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird, its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. For me! Vive la résistance!
sterben. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Egal! Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Risky. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Just one more. Too exposed. Thank you.
It's up to you and your team, Daniels. Something's wrong. We should go now. Now hold your fire to the point. Get ready. All right, that's our signal. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Jerry's still inside. We have to take him out. Verteidigungsposition befestigen. Yeah, take this. Russo, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right.
before I do it. First aid kit's ready! Area clear! Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Here you go! On the floor! Room clear. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MGs, open fire! Keep above that bridge! Flamethrower! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now come on, Pearson, let them have this. That's what Turner's for.
Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine.